Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe ein paar Sachen bestellt. Ehrlich gesagt ein paar viele, weil für mich geht's am Sonntag. Wir haben heute Mittwoch und für mich geht's am Sonntag nach New York. Mit einer Brand. Mit Essie. Ach, hier werde ich spoilern, sorry. Was für mich so krass ist. Und ich wollte halt coole Sachen dafür haben. Zum Beispiel habe ich bei Asos habe ich diese wunderschöne Tasche gefunden. Toll, oder? Ich bin schon seit ein paar Wochen voll krass auf diesem süße Sockentrip. Und ich habe diese Socken hier gefunden bei In Other Stories. Wie toll sehen die aus? Ich finde die super süß, weil diese gestreift sind. Und jetzt, Leute, jetzt kommt's. Ich kann jetzt die Tasche tragen. So. Und die Socken haben einfach genau dieselbe Farbe. Also ich habe nur so kleine Sachen bestellt. Was ich mir auch noch bestellt habe, und das hat jetzt nichts mit New York zu tun, aber mich hat das voll interessiert, und zwar gibt es so ein Parfum. Und das wollte ich schon super lange ausprobieren. Weil ich habe das super oft auf TikTok gesehen und na klar, warum sonst? Und ich fand das super spannend, weil das soll auch so einen vanilligen Unterton haben, aber trotzdem was special. Und ich habe es schon öfter erwähnt, aber ich bin super empfindlich bei Gerüchen oder bei Düften, wie auch immer, bei allem, was riecht. Und naja, und das Parfum ist halt unnormal teuer. Ich glaube, es kostet 250 Euro und das bin ich nicht bereit auszugeben für ein Parfum. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wie es riecht, weil ich habe es schon überall versucht zu finden. Ich kann es nirgendwo testen und dann habe ich das gefunden auf der Seite. Und zwar ist das von Parfums de Mali. Ich kannte die Brand vorher gar nicht. Also ich kannte immer nur die Flakons, aber nie die Brand so. Aber so sieht es aus. Und das ist jetzt der Parfums de Mali Feminine Discovery Set. Und da gibt es jetzt halt alle Düfte von denen, alle Frauendüfte zum Testen. Also in so einer wirklich mini-Version. Das Ding hat, glaube ich, 35 Euro gekostet, was ich auch schon crazy finde. Aber ich kann jetzt alle durchtesten. Und zwar zeige ich euch. Also so sehen die aus in der großen Version. Das habt ihr bestimmt auch vielleicht mal gesehen, das da. Und dann gibt es halt noch diese ganz anderen Düfte. Ich finde, die sehen ganz doll schön aus. Ich bin ja auch ein Verpackungsopfer. Und das sind jetzt die kleinen Pröbchen. Also, ja, dafür habe ich 35 Euro bezahlt. Das ist echt traurig. Das, okay, das testen wir jetzt. Weil das ist das Einzige, was mich interessiert. Oh, das reicht, glaube ich, schon. Ich bin so empfindlich bei... Okay. Boah, das riecht mir gar nicht vanillig genug. Oh, das ist richtig traurig. Das ist gar nicht meins. Oh, das kann ich aber echt gut meiner Oma geben. Meine Oma wird es lieben. Das ist ein sehr krasser Geruch, oder sehr krasser Duft, den meine Oma lieben würde. Der ist richtig fein. Ich kann gar keine Düfte beschreiben. Aber der riecht... sehr fein. Es riecht sehr krass nach meiner Omi. Und es riecht so sehr floral. Es riecht mir viel zu floral. Ich dachte eher, dass es so sehr vanillig ist. Also ich habe auf TikTok geguckt, ne? Er hat eingegeben Vanilla Parfums und dann kam das hier. Das ist ja die größte Lüge. Das ist überhaupt nicht Parfum. Also das ist überhaupt nicht Vanille. Minimal. Not approved for me. Nicht für das Geld. Auf keinen Fall, Leute. Was ist denn los für euch? Ganz ehrlich, Leute, das ist ein perfektes Geschenk für meine Oma. Meine Oma kriegt das. Ganz ehrlich, die wird sich da den Arsch drüber abfreuen. Die liebt auch so kleine Mini-Dinger. It's for my grandma. Ich wollte jetzt nochmal YouTube-Videos abdrehen, so. Er wollte meine Selby-Tüten packen. Ich habe da schon eine stehen. Die ist schon ready, aber unten im Keller habe ich noch, hatte ich ja mal aussortiert. Und jetzt muss ich die alle verpacken in Selby-Tüten. Und ich habe keinen Bock, unten in den Keller zu gehen, weil er mir ein bisschen Angst macht. Ich mache euch jetzt wahrscheinlich Angst. Nein, Spaß. Also, ich habe ein bisschen Schiss. Aber guck mal, Leute, ne? Ich habe so einen Kellerraum und der ist in einem anderen Gebäude. Also, ich muss unterirdisch durch die Garage gehen, wo mein Nicht-Auto steht. Ich muss durch die Garage unterirdisch gehen und dann komme ich in das andere Haus. Und da ist mein Kellerraum und das sieht halt einfach, also das ist so ein Kellerraum, wo dann ganz viele kleine Abteile sind, wo Leute halt ihren Kellerraum haben. Also es ist ein Kellerraum und darin sind mehrere kleine Kellerräume.
Aber nicht richtige Räume, sondern so Abtrennungen. Aber du hast so eine Tür, kannst du auf- und abschließen. Ja, ist doch scheißegal. Das könnte für mich so sein wie so eine sehr gutes Setting für ein You. So ein You-Setting, also die Serie You. Und dann kommt da Joe Goldberg um die Ecke und hauntet mich da. Weil das Ding ist auch so, mein Platz, ne, ich bin die Nummer, hast du nicht gesehen, ich glaube irgendwas mit 30 oder so. Und ich muss da wirklich reingehen und ich muss dann geradeaus, dann rechts, dann links, wieder rechts, da ist dann mein Räumchen. Das ist kein richtiges Räumchen, mein Abstellplatz, so. Und Leute, ihr müsst wissen, diese Tür ist auch übel schwer und die knallt dann so zu. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, imagine, jetzt ist hier jemand drin und wartet nur auf mich, dass ich da reinkomme und dann... Leute, das kann passieren. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt ein paar YouTube-Videos vordrehen, weil ich ja jetzt, wie gesagt, oh mein Gott, das habe ich euch gar nicht erzählt. Das habe ich nur in der Instagram-Story erzählt. Okay, ich werde jetzt hier... Oh mein Gott, wieso laber ich so viel? Egal. Ich habe einfach einen Weisheitszahn, der sich hier gerade durchbricht. Ne? Ich gehe zu dem Zahnarzt und sage so, hey, ich habe Zahnschmerzen. Sehr dolle. Was mache ich jetzt? Und er so, ja, das ist ja Weisheitszahn, der ist jetzt gerade am Durchbrechen. Ich so, cool. Und wann können wir den raushauen? So, weil es wäre super, wenn das schnell gehen würde. Ja, also ich habe da was im 19. Ja, oder Ende Juni. Und ich so, Juni oder Juli? Und Ende so, Juli. Ich so, Entschuldigung? Sie haben doch gerade selber gesagt, das ist am Durchbrechen. Wieso machen wir das denn erst im Juli? Was ist, also, wie soll ich das denn machen? Und Ende so, ja, wir haben jetzt vorher nichts frei, also... Da müssen sie sich dann gedulden. Ich so, ja, was ist, wenn sich mein Zahn aber nicht geduldet? Und er so, ja, sie können Mundspülung verwenden und dann halt einfach, wenn es mal doll wird, eine Ibo nehmen. Okay, danke. Dann habe ich 24 Ärzte hier durchgetelefoniert, durchgeklingelt und hier in Berlin und habe dann einen gefunden, der gesagt hat, wir machen das ohne Röntgenbilder. Also die machen an dem Tag Röntgenbilder und hauen mir an dem Tag die Zähne raus. Ich hoffe, alle drei. Ich habe 3 Stück. Ich hoffe, dass sie alle 3 sofort rausgehauen werden. Weil ich habe da keinen Bock mehr, oder auf den nächsten zu warten, bis er sich durchbricht. Ich bin nicht bereit. Das ist aber wichtig. Warum? Ist das dann zu stark? Ja. Du kannst sie auch nochmal wiegen, sonst. Ja, nee. Ich krieg kein Lachgas. Schlecht für den Content, Leute. Ganz schlecht für den Content. Das ist der erste Zahn raus. Ich weiß, der ganze Mund wird toll. Die Spritzen tun ein bisschen weh. Ja, nicht nur ein bisschen. Das kannst du auch mit dem Strohhalm trinken. Ja, so geht's heißt da. Ja? Mach einfach mal, nimm mal einen Schluck und mach einfach den Kopf nach hinten. Das ist so scheiße, wenn man seine Lippe nicht spürt. Deine rechte Gesichtshälfte hängt auf. Ja. Ja, die ist voll, wenn du lachst, ist voll schief. Ja. Wie mit so einem Kind ist, was einen Sprachfehler hat. Wow, das ist assi. Ich lebe noch. Das ist eigentlich voll scheiße, das ist gar nicht gleichmäßig aufgeteilt. Und yeah. Ich trinke jetzt Ananassaft aus meinem Magen. auf jeden Fall ist das am 15. Ich komme 14. abends wieder aus New York und dann 15. wird mir morgens um 8 Uhr, werden mir die Weisheitszähne gezogen, rausgeschnitten, rausgebrochen, hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Endresultat ist auf jeden Fall, dass ich 2 Wochen lang mehr oder weniger nichts aufnehmen kann, weil ich in der einen Woche weg bin und in der anderen Woche aussehe wie ein Hamster. Und deswegen drehe ich jetzt Videos vor. Okay Leute, das reicht jetzt. Adios amigos, ich liebe euch. Hallo Leute! Wie viel haben wir? 7
Welt. Going on a trip. Heute ist Shooting Day. Das ist eine neue Kamera. Ja, guck mal. Kannst du so machen? So? Oh. Dann komm, Fabi, vielleicht kann ich helfen. Und dann haben wir gesagt, um Silber. Ich mach was. Ich ging nur so, ich kann doch nicht helfen. Nee, verständlich. Nee, aber jetzt sind wir eigentlich halbwegs durch. Willst du einen Happen? Nein, ich kann das nicht mehr sehen. So Leute, ich bin jetzt ready mit dem Schuhen und jetzt geht's zum Nagelstudio. Excited! Weil das geht hier nicht mehr. Oh. Die Stadt ist einfach noch komplett leer. Das ist so ein tolles Gefühl. Wir haben jetzt erst 9 Uhr. Gar nicht Neues, sondern die einfach nur Ballons hinhängen, das ist wie so Marketing. Ich hab hier Songs geschrieben, ein Schlafgetext und Zungen. Großstadt mal Drogen, wie du manchmal fährst. Leute, wir bringen jetzt die Selfie-Tüten weg und ich freu mich. Ne? Freuen wir uns. Wir freuen uns. Oh, das ist gerade nicht passiert. Hab ich den Platz gefunden? Nein. Das Auto hat eine Delle. Nein, das war ich nicht. Doch. Das war vorher noch nicht. Echt jetzt? Nein. Ach. Das Geländer sieht ein bisschen komisch aus. Construction work. Cool. I will end the vlog today. In New York. Nee, mach mal. Concrete Jungle. Where dreams are made. Ich habe gerade herausgefunden, dass man den Dyson tatsächlich. Oh, dass man den Dyson nicht anwenden kann in the USA. Das ist natürlich kacke. Ich gehe jetzt schlafen und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Ich liebe euch. Kuss auf die Nuss. Gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Gott. Nee, mach mal weiter. Vergesst meinen Namen, nee. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. So Leute, gute Nacht, ne?